Kapitel 14. Medicinae. Oh, das könnte auch interessant sein. Weißt du was? Ich werde nicht jemandem, dessen Roman nie veröffentlicht wurde und der bei einer Arbeit gelandet ist, die nur 2 Sätze pro Aufgabe verlangt, weiter Schindluder mit meinem Verstand treiben lassen. Scheiß drauf. Scheiß auf dieses Haus. Scheiß auf jeden. Ich hoffe, der meint das nicht wörtlich. Meine Situation ist ein absoluter Albtraum. Welche Gründe gibt es, um weiterzumachen? Miltodo, nun. Ich muss dir etwas sagen. Bin gespannt. Ich habe im Klo 2 Pillenfläschchen gefunden. Und nichts davon gesagt. So, was findet man eben in Medizinschränken? Und weiter? Ich dachte, wir wären ehrlich zueinander. Warum hast du mir das verheimlicht? Mal hier so. Er wird mir gleich erklären, warum er es verheimlicht hat. So glaube ich. Okay, war eine wichtige Entscheidung. Ich mag dich wirklich. Ja, schön. Freut mich. Das solltest du mittlerweile wissen. Aber hier und da kommt es mir so vor, als würdest du mich nicht wirklich verstehen. Oder die Situation, in der ich mich befinde. Doch, ich glaube, ich verstehe die Situation schon. Ich möchte dich aber aufmuntern. Ich möchte dich wieder in die richtigen Bahnen lenken. Ich weiß, ich habe dir nicht viel über mich erzählt. Aber trotzdem, manchmal bin ich geschockt von deinem Mangel an Verständnis. Wie auch immer, ich komme gleich zum Punkt. Ich glaube, ich brauche sie wirklich. Mir geht es nicht gut. Welche soll es also sein? Gar keine. Die blaue oder die rote Pille? Gar keine. Du brauchst sie nicht. Ja, hier. Keine Drogen. Wenn du nüchterner sein musst denn je. Wir kümmern uns um deine Gefühle, sobald du frei bist. Du brauchst sie nicht. So, dann nimm doch keine Pillen hier. Wo nicht weiß, was es ist. Danke, dass du auf mich Acht gibst. Und ich schätze deine Bedenken wirklich. Ich wäre ohne dich nie so weit gekommen. Du hast eine gute Art, mich zur Besinnung zu bringen. Aber ich muss aufrichtig mit dir sein. Manchmal scheinst du mehr Interesse daran zu haben, mich am Leben zu halten. Als ich selbst. Ja, das mag, sagst du, ist das nicht lustig? Es könnte schlimmer sein. Komm schon. Gute Laune. Du weißt, dass es schlimmer sein könnte. Genug. Geredet. Konzentration bitte. Komm schon. Gute Laune. Du weißt. Gute Laune. Das ist doch. Warum sollte der gute Laune haben? Machen wir mal das hier. Ich weiß nicht, was richtig ist. Ja, so. Mann, du bist aber streng. Ja, manchmal muss man auch streng sein. Aber du bist das, was ich gerade brauche. Ein Weckruf. Zurück in die Realität. Um dem Leben ins Auge zu sehen und das Gejammer ein Weilchen sein zu lassen. Ja, und ich werde dir dafür bis zum Ende meines Tages danken. Meiner Tage. Was eine lange Zeit sein könnte. Oder auch nur die wenigen Stunden, die mir bleiben. Immer dieses Negative an diesem märchenhaften Ort. Fläschchen mit Hinweisen. Wie viel Zeit übrig? Hast du geprüft, wie viel Zeit übrig ist? Was heißt es? Hast du die Fläschchen auf Hinweise untersucht? Mal das hier. Weil mit dem Zeit verstehe ich gerade nicht, was er meint. Gute Idee. Das könnte Informationen zu ihrem Besitzer drauf sein. Lass mal sehen.
Da gibt's nur ein Verfallsdatum. Die Art der Pillen. Warte, an der Unterseite des Fläschchens. Da hat jemand was weggekratzt. So, als wäre der Name des Besitzers absichtlich beseitigt worden. Beginnt mit einem Q. Und das war's. Wenn ich drüber nachdenke, dein Name beginnt auch mit Q. Ich hatte zwei Patienten, deren Namen mit einem Q begann. Der eine war Quincy, ein wirklich netter, aber bekümmerter Kerl. Der andere heißt Quentin. Sehr verzweifelt, aber ein Genie. Und dann gibt's nur noch mich, Quinn. Vielleicht sind sie einfach nur für mich bestimmt. Du solltest nur wissen, Quinn, dass es egal, was es mit diesen Pillen auf sich hat, du dich trotzdem deiner grässlichen Lage gut hältst. Sie könnten für dich sein, sie könnten von einem dieser Typen sein. Wen juckt's? Es ist nicht wichtig. Mach mal das hier, ich hoffe, er nimmt den Bus nicht. Danke für diese wunderbaren Worte. Ich weiß, dass ich die meiste Zeit ein bisschen sarkastisch klinge. Und es so aussieht, als würde ich nicht schätzen, was du alles für mich tust. Aber ich tue es. Wirklich. Lass uns weitermachen. Bis gleich. Ah, das war schon das 14. Kapitel, 50-50. 50% der Spieler, einschließlich dir, können nicht mit Metaphern, Euphemismen, Scherzen, Übertreibung, Sarkasmus, Überzeichnung und implizierten Thesen umgehen. Wortwörtlich. Okay, weiß gar nicht, was die damit meinen. Kapitel 15. Die Kyo Remota. Du erwischt mich gerade beim Überschlagen, was ich bislang so aufgegabelt habe. Eine ungeöffnete Kiste, ein seltsames Buch, eine ungeladene Waffe und eine Katze, die kommt und geht. Genug, um eine neue Zivilisation zu gründen, mit der Haltbarkeit eines Joghurts. Ich beginne zu verstehen, wie dieses Haus funktioniert. Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen und überall sind irgendwelche Räume versteckt. Ich werde diesen hier wie ein gottverdammtes CSI-Team unter die Lupe nehmen. Ich weiß nicht, ob ich dazu unbewusst durch meinen Hunger motiviert werde. Ob ich dazu unbewusst durch meinen Hunger motiviert werde? Hä? Aber ich scheine nicht aus dieser Küche herauszukommen. Was auch daran liegen könnte, dass es da etwas anderes gibt, das ich aufdecken muss. Genau in diesem Teil des Hauses. Finde andere Räume, deine Familie, gründliche Untersuchung. Was ist deine Familie? Was ist mit deiner Familie, Quinn? Du hast bislang nicht über sie gesprochen. Ist das interessant ist es natürlich, aber es könnte natürlich auch, ist eine schwierige Frage. Vielleicht gibt es ja auch einen Grund, warum er darüber redet. Gründliche Untersuchung. Ich pflichte dir bei, führe eine gründliche Untersuchung durch. Du bist auf diese Küche fixiert. Das ist ein Haus. Finde andere Räume. Ich guck nochmal hier nach. Emotionale Bindung. Mittel. Vertrauensstufe Mittel. Okay. Ich weiß es nicht. Familie wird mich... Es reizt mich natürlich, muss ich sagen. Komm, ich mach's mal. Kann auch schief gehen. Ah, okay. Die Bindung steigt. Nun, ich habe einen älteren Bruder. Und das ist. Okay. Meine Eltern starben vor einigen Jahren und, ja, das habe ich vermutet. Es gibt nicht viel mehr darüber zu sagen. So, lass uns auf das relevante Thema hier konzentrieren. Dieses Haus. Auf dem Kühlschrank steht eine kleine Statue. Mit Fliegen im Mund. Gruselig. Küchengott. Okay. Zhao Jun.
Vom Kaiser des Himmels beauftragt, über alle Familien zu wachen, ist der Küchengott auch unter dem Namen Herdgott, Zhao Zun, Zhao Zhen und Zhang Lang bekannt. Der wichtigste der vielen chinesischen Hausgöttern, die Herd und Familie beschützen. Die Familie nimmt ein Dankesmahl ein und stellt eine Schüssel Klebreis vor den Küchengott. Dann, wenn sein Mund voller klebrigem Reis ist, dann kann er nichts über das Tun der Familie erzählen. Okay, interessant. Und da ist was hinter dem Kühlschrank. Sowas wie ein Eingang. Ja, aber fass den Kühlschrank nicht ein. Fass den Kühlschrank nicht an. Was ist das? Okay. Weinkeller. Scheint ein Weinkeller zu sein, ne? Interessant. Bingo! Ich glaube nicht, dass ihr das Spiel meint. Da ist ein Keller voller Wein. Was für ein perfektes Timing. Trinke etwas davon, sonst nichts. Nein, er soll jetzt keinen Wein trinken, oder? Nur Wein? Nichts anderes? Er soll jetzt keinen Wein trinken. Also besoffen, nur? Nur Wein? Wie kannst du es wagen? Nur die wunderbarste Weinsammlung, die ich jemals gesehen habe. Die einzige Sache, die den Hass auf den Typen, der mich hier angeschlossen hat, verringern kann. Warum muss es ein Typ sein? Warum kann es keine Typin sein? Neben einigen Flaschen steht ein Tisch. Mit kaputten Kram drauf. Und rate mal, noch eine Götterstatue. Bacchus, ach ja, Bacchus, den kennt man ja. Der römische Gott des Ackerbaus und Weines, abgekupfert vom griechischen Gott Dionysos. Er war der letzte Gott, der zu den 12 Olympiern stieß. Bekannt als lieber Pater, befreit er einen vom normalen Selbst durch Wahnsinn, Ekstase oder Wein. Seine göttliche Mission bestand in der Beseitigung von Vorsicht und Sorge. Einer der besten Götter, oder nicht? Ja. Dieses Haus hat so eine heidnische Atmosphäre. Weiß nicht, was ich davon halten soll. Ein Korkenzieher, Thermometer und so Zeug. Und so eine Art Fernbedienung. Seltsam. Meine Experte? Drücke den Knopf, da bin ich vorsichtig. Wie kommt es, dass du so ein Weinexperte bist? Ich bilde mir nicht ein über die Kenntnisse eines Sommeliers zu verfügen. Aber ich weiß, wie man guten Wein wählt. Weißt du, ich wusste die guten Dinge im Leben zu schätzen. Das muss sonderbar klingen. Tut's für mich auf jeden Fall. Wie auch immer, ich werde auf den Knopf drücken. Er wird auf den Knopf drücken. Nein, er wird auf den Knopf drücken. Ich habe Angst, was passiert? Er wird auf den Knopf drücken. Ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst. Was macht die Katze da? Was macht die Katze da? Hä? Wo geht er hin eigentlich? Wo geht er hin mit der Fernbedienung? Hä? Nee. Was ist das denn? Warum liegt die Fernbedienung da im... Was für ein Bild. Warum liegt die Fernbedienung im Weinkeller? Hä? Ich bin verwirrt. User-Statistik. Gründliche Untersuchung. Finde andere Räume. Oh, das hat gar nicht so viele gemacht, deine Familie. 30% der Spieler, einschließlich dir, sind keine schwanzwedelnden, reviermarkierenden Vierbeiner. Ihr seid einfach nur ein großer Haufen neugieriger Leute. Gut. Kapitel 16 mittlerweile schon. Adnuntiatio. Okay. Wollen wir gemeinsam ein bisschen Fernsehen gucken? Ja, kommt denn was? Die Fernbedienung hat diese Deppenkiste in Gang gesetzt. Das passt tatsächlich in der heutigen Zeit. Aber ich bekomme nur Kanal 0 rein. Wenn ich dieses Ding nur zum Laufen brächte.
Mir reicht's dermaßen, auf das Bildrauschen zu starren, dass ich jetzt anfange, Stimmen zu hören. Huch. Okay, ein Minigame. Was muss ich tun? Zwei. Workaholic. Okay. 100 zurück. Ich gucke jetzt mal einfach, was wir hier haben. 107. Juice. There. Okay. 100. Ich gucke, kann ich jetzt alle durchgucken? Oder was? Was muss ich tun? Das sind immer die gleichen Symbole, ne? Ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Ich fange mal hier an. 107 habe ich gemacht. Dann mache ich mal 222. Mhm. Okay. 300. Okay, eine Telefonnummer bringt mir nicht mehr. Ich kann ja mehr eingeben. 100. Was ist das da? 444. Exit? Oh. E ist 105. 105. Wie viele das sind, oder was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind's. Also grün. Okay, das passt. 214. Was muss ich hier, welche Zahl da drin steht, oder wie? Was? 1, 5, 32. 28 plus 4 sind 32. Plus 5. Nee, das passt nicht. Moment. Nee, 3 mal 4. Nee, passt auch nicht. Sind 15. Nee, passt auch nicht. Hä? 18. 4, 5. 4. 7. 4 mal... 4 mal 7 sind 28. Hä? Ich weiß es gar nicht. Ich drück mal grün. Stimmt nicht. Okay. 444 war das, ne? Ach, muss ich jetzt alles nochmal machen? Okay, das waren 9. 214. Hä, Moment, ich weiß es gerade nicht. Moment, ist das so schwer? 32. 1. 1 mal 5. Nee. Geht von unten nach oben vielleicht? 3 mal sind 12 mal 5. Nee. 7 war es ja nicht. 8. 4 mal 8 sind 32. Nee. 12. 8. 4. Minus, plus, minus. Fünf, 32, 3. Das muss ich ausfüllen hier. 1, 3.
4, 3 sind 12. Nee, auch nicht. Ist das immer hier, das zusammen vielleicht? 3, 4, 5. Was gibt denn das? Das sind 19. 19, nee, das passt, das geht dann auch nicht, macht auch keinen Sinn. Probier gerade hier ein bisschen auszurechnen, aber irgendwie, ich sehe gerade keine Parallelen. Ich probiere jetzt einfach mal, ich probiere mal. Das hier war falsch, okay. Das war 9, dann haben wir hier die 214. Sind jetzt immer andere Zahlen? Die 4. Hä? Achso, halt. Okay, die 4. 4 ist richtig, okay. Ich weiß gar nicht genau warum. Man hätte vielleicht drauf kommen können, wenn man sich das ausrechnet. 3, 5, 3. 5, 3. So. Das. Okay. Das ist hier. Das. Okay, Moment. Okay, das ist das so ein Muster hier, ne? Das ist so ein Muster hier. Also hier vorne muss dann. Hier muss blau sein. Dann muss unten drunter rot sein. Dann kann es eigentlich nur rot sein, ne? Ja, richtig. So, und dann ist das hier 727. So. Das. Okay, muss ich. Also zwei von denen ist so schwer wie das. Die sind gleich schwer, das ist logisch. Und das ist so schwer wie das. So, zwei von denen. Eins ist so schwer wie das. Und die sind halb schwer. Ne, das geht dann nicht. Das hier ist wie drei rote. Oh Mann. Das kann man aber rauskriegen. So, jetzt. Moment, aber ich schreibe mir das mal ganz kurz auf. Ich glaube, das ist einfacher. Wie schwer die sind. So. Also, wir haben. Rot. Rot, blau und gelb. Grün. Rot. Rot ist gleich ein halb blau. Gelb ist gleich. Grün ist gleich zweimal blau. So, wenn ich jetzt das hier habe, also das erste geht schon mal nicht. Das erste geht schon mal nicht. So, das zweite. Das zweite sind dann quasi das. Und bei grün ist zweimal blau. Das zweite geht auch nicht. Das dritte wäre dann zweimal das hier. Das würde sich aufheben. Ah ja, gelb geht. Gelb funktioniert. Gelb wäre zweimal das hier. Und dann genau das hier. Also müsste das Gelbe sein. So. Perfekt. Exit. Und jetzt? Ah ja, es lädt. Wunderbar. Haben wir das Rätsel gelöst, oder? Super. Und jetzt? Ah, okay. Oh, super. Na toll. Was ist das für ein Programm? Ach nö, was ist das jetzt? Kein Nachmittagsprogramm, RTL Sat.1 und dergleichen, keine Richtershow, keine Verdachtsfälle, keine Richterserien, keine Ermittlerserie, nichts. Jetzt muss so ein Typ da stehen mit einem Zettel auf der Hand und einer Maske. Super. Hey, es hat auf der ganzen Linie geklappt. Ich konnte einen flüchtigen Blick auf ein bisschen Porno werfen, ein paar... Okay, von Merchels und...
Ich hatte eine unheimliche Begegnung der analogen Art mit meinem lieben Entführer. Beruhige dich, rege dich noch nicht zu sehr auf. Ich reg mich gar nicht auf. Er hat mir eine Videobotschaft hinterlassen. Hat also erwartet, dass ich so weit kommen würde. Was hat er gesagt? Hast du ihn erkannt? Wird er dich freilassen? Was hat er gesagt? Ich weiß nicht, warum ich annehme, dass es sich um einen Kerl handelt. Aber was hat er gesagt? Machen wir das mal. Das ist interessant zu wissen, weil das konnte man gerade nicht lesen. Erst einmal hatte er mir gratuliert, dass ich immer noch gesund und munter bin. Wie nett. Okay. Und er sagte, dass, wie ich mir wohl vorstellen könnte, das Ganze noch lange nicht vorbei wäre. Dass es an mir ist, den Weg nach draußen zu finden und dass das nicht einfach werden wird. Und wenn ich bereit dazu wäre, dann würden wir uns wiedersehen. Ich kann's kaum erwarten. Oh, und seine letzten Worte waren ziemlicher Klugschiss. Sowas wie: Wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter. Ich bin am Arsch. Er spielt mit dir, es wird härter werden. Er spielt mit dir, lass dich nicht von ihm durcheinander bringen. Er spielt nur mit dir. Machen wir das mal. Wenn das sein Ziel ist, dann bekommt er, was er will. Aber wieso denkst du, ist er ein Er? Ich weiß, dass Frauen die Finger des Anti-Helden nicht so reizvoll finden wie Männer, aber das ist kein ehernes Gesetz. Egal, Mann oder Frau. Wer auch immer das geplant hat, es funktioniert großartig. Ich bin am Arsch, verwirrt, der Hunger schmerzt. Warte mal kurz. Hier ist ein Eingang, eine Tür, die ich zuvor nicht bemerkt hatte. Wie hast du das denn jetzt gesehen, wenn du die ganze Zeit nur auf dein Display schaust? Aber ich kann so gut wie nichts sehen. Das wird düster. Geh, blick nicht zurück. Das wird düster. Ich glaube, wir sollten uns was anderes ausdenken. Jetzt heißt's alles oder nichts, Quinn. Geh und schau nicht zurück. Nein, im Dunkeln laufen wir nicht, da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Da habe ich schlechte Erfahrungen mitgemacht. Da stürzt man wieder irgendwie in die Tiefe und finden den Tod. Nach der Dunkelheit kommt das Licht. Oder der Tod. Oder einfach nur mehr Dunkelheit. Was man mit Tod übersetzen könnte. Wie und was auch immer, ich muss durch diese Türe gehen. Und mich dem stellen, was da draußen ist. Ich teile deine Gedanken, aber ich habe hier keine Wahl. Dann mal los. Schicke mir weiterhin gute... Was auch immer. Ich konnte es nicht mehr lesen. Und er geht wirklich durch diese Tür. Und nun? Okay. Wo kommt er jetzt her? Interessant. Muss ich jetzt wählen, welche Tür ich nehme? Könnte ich mir gut vorstellen. Hey, rate mal. Nö, ich rate nicht, du wirst mir es gleich sagen. Nämlich mehr Türen. Habe ich gerade schon gesehen. Eine ist unglaublich verziert. Und die andere wirklich simpel und heruntergekommen. Was ist hinter Tür Nummer 1? Was hinter Tür Nummer 2? Die Antwort erfahrt ihr, wenn das Licht angeht, oder wie war das? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Da ist eine absurde zweiköpfige Statue Janus genannt. In Glauben und Mythologie der antiken Römer ist Janus der Gott des Anfangs und des Endes, der Tore, Durch- und Eingänge. Er wird gewöhnlich mit zwei Gesichtern dargestellt. Eines blickt in die Vergangenheit, das andere in die Zukunft. Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen, aber Janus kenne ich jetzt als Gott tatsächlich nicht.
zwischen den Türen. Auf was blickt sie? Freunde und Feinde, Vergangenheit und Zukunft? Sieh mich an, sieh auf die Gegenwart. Das lässt mich frösteln. Ist das eine Art Herausforderung oder Warnung? Jedenfalls ist das Ende des Kapitels. Sonnenfreunde! 39% der Spieler einschließlich dir nur 39? Glückwunsch! Ihr gehört zu der Hälfte der Welt, die eine normale Menge Vitamin D im Körper hat. Nichtsdestotrotz fürchten wir, dass ihr in der Welt der Videospiele null Immunität habt. Okay, gut. So, ich glaube, das war's mit der Folge. Was war das jetzt hier? Kam hier die Einblendung da rein, verdammt. Ja, ich wollte die Folge gerade eh beenden an dieser Stelle und ja, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.